Name ist Andy Tümmler, ich bin Gründer und Inhaber von St. Kilian Distillers. Ja, ich komme hier aus dem kleinen Dorf Rüdenau tatsächlich, wo auch St. Kilian entstanden ist. Bin hier in Miltenberg am Main geboren, 5 Minuten von hier. Ich habe Wirtschaftsinformatik studiert und bin in die Technologieszene gegangen. Bin Investmentbanker geworden für M&A, für Firmenfusionen im Internet, Software und IT-Bereich. Bin dadurch in der ganzen Welt ziemlich viel rumgekommen, habe also in London gelebt, in New York, in San Francisco, LA, in Italien und zuletzt dann auch längere Zeit in Berlin und dann in Frankfurt. Ja, was gibt's Schöneres, als das eigene Hobby dann zum Beruf zu machen? Also Whisky hat mich die ganze Zeit begleitet. Ich habe sehr, sehr viel Interesse an Whisky gehabt, habe Whisky-Distillerien besucht in Schottland, in Irland, in Japan, in den USA, überall auf der Welt angefangen, Whisky zu sammeln. Und dann gab es die Gelegenheit, hier in meiner alten Heimat quasi eine alte Textilfabrik zu erwerben und daraus die größte Whisky-Distillerie Deutschlands zu machen. Und das habe ich dann 2012 umgesetzt. Und ja, heute haben wir eine tolle Whisky-Distillerie mit wahnsinnig tollen Produkten, mit einem super Team, Goldmedaillen ohne Ende. Und wir haben also die Ambition und die große Hoffnung, dass wir eine der besten Whisky-Distillerien der Welt werden. Und dafür steht St. Kilian. Und wir sind noch ganz am Anfang, aber es macht richtig Spaß. Und ich glaube, das wird eine richtig geile Nummer. Slunchy.